Yo Leute, Kramix hier und in diesem Video werde ich euch eine brandneue Konzeptkarte vorstellen. Ihr wisst Leute, ich bin wirklich übelst großer Fan von solchen Konzeptkarten und auch diese Karte wurde mal wieder von einem GTA 5 Spieler entwickelt und ihr werdet auf jeden Fall gleich merken, es ist wirklich verdammt krass, wie verdammt groß diese Karte ist. Wer sich von euch noch an das letzte Video zu einer Konzeptkarte erinnert, der wird auf jeden Fall schon wissen, dass diese Karte wirklich schon ziemlich groß war. Da wurde auf jeden Fall die GTA San Andreas Karte mit der GTA 5 Karte vermischt. Wer dieses Video noch nicht gesehen hat, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung zu finden. Aber diese Karte, die ich euch jetzt zeigen werde, ist wirklich nochmal viel, viel krasser, Leute. Ich werde euch das Ganze jetzt einfach mal im Hintergrund einblenden und ihr könnt schon erkennen, das Ganze ist circa 5-mal so groß als die eigentliche GTA 5 Karte. Und als ich diese Karte im Internet gesehen habe, musste ich dazu einfach mal ein Video machen. Ich werde euch den Link zu der Internetseite auch unten in die Videobeschreibung hauen und es sieht wirklich verdammt krass aus, Leute. Das ist nicht von Rockstar Games, sondern das hat ein GTA 5 Spieler entwickelt. Also er hat das wirklich selbst gemacht und es sieht einfach nur krass aus, Leute. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Er hat hier einfach ganz normale Städte, die man so aus den USKA kennt, eingebaut, aber auch Städte, die man aus vorherigen Teilen von GTA 5 kennt, wie zum Beispiel Liberty City oder Vice City. Der ein oder andere lange GTA 5 Spieler von euch, der wird auf jeden Fall wissen, dass man hier rechts Liberty City und Vice City erkennen kann und er hat einfach all diese Städte in eine Karte zusammengebaut und es sieht auch noch verdammt geil aus, Leute. Also man hat hier wirklich alle möglichen Gebiete, man hat hier Waldgebiete, man hat hier Wüstengebiete, man hat hier sogar Schneegebiete. North Yankton ist auch auf dieser Karte drauf und ja, Leute, ich werde euch jetzt einfach hier mal diese Karte noch beschriftet einblenden. Ich habe hier einfach mal die ganzen Städte noch beschriftet und hier kann man auf jeden Fall unten links Los Santos sehen, ganz klar, also aus GTA 5 dieser Teil, oben links im Eck eine kleine Stadt und zwar Seattle, dann darunter ein ziemlich großer Schneebereich, ganz klar North Yankton, rechts über North Yankton ist Detroit und ja, ich wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn man in Detroit zum Beispiel viele Autos oder sowas finden könnte, da man ja in Detroit ziemlich viele Autos da ziemlich viele Autos hergestellt werden. Darunter diese Wüstenstadt ist, denke ich mal, Las Venturas aus GTA San Andreas, die Wüstenstadt. Rechts daneben ganz klar Vice City, diese beiden Städte oder besser gesagt diese, ja, diese Insel, die da eben noch ist mit dem Strand, ist ganz klar Vice City und darüber noch diese drei Inseln Liberty City. Also wie gesagt, ich denke mal, wer von euch schon etwas länger GTA 5 spielt und schon vorherige Teile gespielt hat, der wird auf jeden Fall hier ganz klar Liberty City und Vice City erkennen und ich finde es einfach nur verdammt krass, Leute. Ich meine, schaut euch mal diese ganzen Details an. Ganz rechts oben im Eck kann man auch noch so eine Hafenstadt sehen mit sogar noch einer kleinen Insel dran, finde ich wirklich auch ziemlich cool und wer sich diese ganze Karte mal etwas genauer anschaut, der wird auf jeden Fall zwischendrin immer mal noch kleine Städte und sowas erkennen und man kann einfach wirklich sehen, dass in diese Karte wirklich ziemlich viel Arbeit reingesteckt wurde und ja, ich finde es wirklich einfach nur extrem geil, wenn es wirklich so eine riesige Karte geben wird. Ich kann es mir zwar leider nicht vorstellen, dass jemals so eine große Karte geben wird. Ich meine, wie lange hat Rockstar Games allein für GTA 5 programmiert oder besser gesagt gebraucht, um dieses Spiel rauszubringen? Sagen wir mal 4-5 Jahre, ich weiß es gerade nicht genau und diese Karte ist wirklich nochmal 5-mal so groß als die eigentliche GTA 5 Karte und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es jemals so eine große Karte geben wird, aber die Vorstellung ist einfach extrem geil und deswegen wollte ich euch dazu einfach ein Video machen. Wie gesagt, der Link zu dem anderen Video, zu der anderen Konzeptkarte, wenn euch sowas Spaß macht, sowas anzuschauen, ist auch unten in der Videobeschreibung zu finden. Dann hoffe ich natürlich mal, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr diese Karte genauso geil findet wie ich, dann lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da für einen größeren Bizeps und ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. Bis dahin, haut rein Leute, euer Kramix und schaut mal auf meiner Facebook-Seite vorbei. Ciao! Yo Leute, Kramix hier und es ist endlich soweit. Rockstar Games hat soeben das offizielle Release-Date von den Bankräuberfällen im Social Club angekündigt. Ich werde euch das Ganze jetzt einfach mal im Hintergrund einblenden, einen Screenshot davon. Aber wer sich selbst erzeugen will, da werde ich euch natürlich auch mal den Link zum Social Club Newswire unten in die Videobeschreibung hauen. Und oh mein Gott, Leute.